zum Landwirt ausbilden lassen. Gerade das in der Zeit, wo ihr eigentlich als Band euren ersten großen Erfolg hattet. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es? Ja, es ist natürlich klar ist es immer ein Traum gewesen, ich wollte mal Musiker werden, aber ich konnte mich auch nicht können, also da stützen. Es gibt ja viele auch Sportler oder Skirennen fahren oder weiss ich was. Die müssen ja auch erst ihre Ausbildung fertig und dann konzentrieren sie sich eher auf Karriere. Und das sind eigentlich schon, ist eigentlich der richtige Weg. Und die Landwirtausbildung, die kann man wahrscheinlich durch deine Eltern, wenn sie schon in dem Bereich tätig waren? Oder? Ja, genau. Das ist so. Und auf dem Song von der CD singst du ja zusammen mit Estella. Mhm. Also kommt auch aus Luzern. Genau, ich. Dort hat, glaube ich, ihre eigene Gesangsschule. Gut. Auf der Internetseite des Alten Kinos in Rankweil in Österreich habe ich folgenden Satz bekommen über dich. Und zwar: Aufgewachsen ist Fabian Anderhof in der Schweiz. Zum Musiker gereist ist der Sänger und Gitarrist in Kanada. Genau. Wie würdest du den Unterschied zwischen dem Leben in der Schweiz und dem Leben in Kanada beschreiben? Ja, es ist einfach, Kanadier sind sich viel lockerer als Schweiz. Und das finde ich schon. Und sie tut sich nicht 17 Mal hinterfragen, bevor irgendeine Entscheidung getroffen wird, wie hier in der Schweiz. Der Schweizer ist einfach ein bisschen steriler vielleicht. Und ein bisschen, ja, es ist einfach. Der Entscheidungsweg ist viel kürzer, wenn man in Kanadier als Bürger Schweizer. Und das finde ich eigentlich das habe ich auch angenommen an mir und das finde ich eigentlich sehr positiv. Und findest du dich persönlich mehr als Kanadier oder als Schweizer? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ein guter Mix oder ein Mix aus beiden. Ich habe sicher auch Sachen von der Schweiz, die ich beibehalte und Sachen von der Kanada, wo ich mir angeeignet habe, wo ich habe. Und als du 14 Jahre alt warst, sind dir deine Eltern mit dir und deinen drei Geschwistern nach Kanada ausgewandert. Und wie war das eigentlich? Hattest du die Vorfreude auf das neue Leben in Kanada oder eher die Trauer, deine Freunde in der Schweiz verlassen zu müssen, also dein gewohntes Leben? Ja, das ist noch speziell. Ich bin eigentlich so ein halbes Jahr, bevor wir gegangen sind. Aber natürlich alle viel Arbeit. Trotz, wo meine Eltern gesagt haben, nein, ich will nicht gehen. Oder? Und aber umso näher, dass wir eigentlich noch am Weggang gekommen sind, umso mehr habe ich mich dort hingestellt und ja, auch müssen damit leben, weil ich irgendwie nicht können da. Also eigentlich ist eine super, super Erfahrung gewesen. Ja, schön, dass ich das gemacht habe. Und das Besondere ist ja auch, dass deine Eltern nicht, um einfach in Kanada zu leben, ausgewandert sind, sondern mit dem festen Ziel, dort eine Milchfarm zu leiten. Und war das dann, bist du vom Stadtmenschen zum Bauernjungen geworden oder wie soll man sich das vorstellen? Nein, wir sind hier schon geboren, in der Schweiz. Ah, okay. Und da hat es einfach nicht mehr in Existenz, hier in der Schweiz hat einfach nicht mehr gelangt, weil mein Vater musste auswärts arbeiten. Und die Mutter hat den Bauernhof allein daheim geführt. Und ja, darum haben sie einfach gesagt, also schlimmer als hier kann es eigentlich nicht mehr gehen. Wir riskieren den Schritt in Kanada, wo sich da auch wirklich herausgestellt hat, dass das wirklich die gute Entscheidung ist. Also auf deiner CD gibt es ja den Song For Real und da singst du zusammen mit Estella und kannst du eigentlich diese Gedanken haben? Wer kennt ihr euch? Sie ist mir eigentlich empfohlen worden, dass Gesanglehrerin. Ich wollte gesanglich noch ein bisschen, technisch noch ein bisschen verbessern. Und ja, das hat sehr gut harmoniert. Und ich bin mal mit dem Song gekommen, mit dem Vorwiel. Und sie hat dann noch ihre persönliche Touch noch ein bisschen dazugefügt. Und so. Die Grundidee ist eigentlich schon gesehen, dass du. Ich möchte mit ihr gerne ein Duett machen und sie hat mir wirklich ihre Touch noch durchgebracht. Auf der Website bei euch kann man lesen, dass auf einem Kurzbesuch in der Schweiz eigentlich deine Rückkehr letztendlich geworden ist. Genau. Wie genau war das? Wie hat sich das abgespielt? Ja, ich bin eigentlich immer im Winter ein bisschen in die Schweiz gekommen, über die Wintermonate und ich habe im Sommer dann drum Golflehrer noch gearbeitet und
Oder im Sommer natürlich Musik gemacht und im Winter und manchmal so in blauen Zeiten bin ich halt in die Schweiz gekommen, so manchmal ab und zu wieder jobben. Und ja, das Thema hat sich das eigentlich sehr gerne, dass ich da halt mit der Chilla auch so gut schaue. Weil dann die Sehnsucht nach der Schweiz dann doch so groß war? Deine Freundin gesagt, bleib endlich mal hier, wir wollen dich hier haben. Nein, das ist schon eine gute Frage. Es ist eigentlich ein bisschen, wenn ich mehr länger da bin, zieht es mich wieder auf Kanada. Und wenn ich länger in Kanada bin, zieht es mich eigentlich wieder zurück. Es ist noch, komisch so zum Beschreiben, es ist noch speziell. Und jetzt für die nähere Zukunft, wie sehen da als Band eure Pläne aus? Für die nähere Zukunft ist sicher, dass wir da jetzt Tour gestartet haben, das ist die Left-Line-Tour. Dass so viele Konzerte wie möglich natürlich hier in der Schweiz und auch in Kanada, wo ich eigentlich parallel mache mit meiner kanadischen Band und hier mit der Schweizer Band, die auch in Sydney gespielt hat. Und ja, einfach aus dem Erfolg. Cool, sehr schön. Viel Erfolg wünsche ich euch dabei. Dankeschön. Wo kann man euch live sehen in der nächsten Zeit? Also alle Live-Daten ist auf der Internetseite kann man die schauen. Das ist www.anderhof-musik.com. Und dort sind eigentlich alle Live-Daten drauf. Das nächste Konzert ist am 12. Februar in Rankweil in Österreich im Alten Kino. Sehr empfehlenswert. Auf eurer Homepage findet man auch so den Untertitel True Love in a Radar, die auch der Song auf eurer CD heißt. Und da kommt natürlich bei mir dann sofort die Frage auf, wie ist das mit der wahren Liebe? Hast du sie schon gefunden? Oder ist die Musik deine wahre Liebe? Was hat es mit dem Satz auf sich? Ja, auf der Homepage ist der Satz aufgeschrieben, eigentlich wirklich, dass die wahre Liebe eigentlich nie stirbt. Das kann sich nicht wollen. Das kann die wahre Liebe zu der Musik sein. Das kann die wahre Liebe zu einem guten Freund sein. Das kann die wahre Liebe zu der Freundin sein. Das kann, dass man das auf der Homepage schon einfach will, eigentlich schon, tut schon das übermitteln. Aber es ist wirklich toll, dass ihr so als Band so offen über ja, so tiefe Gefühle sprecht. Also man denkt ja eigentlich so, dass Rockmusiker oder Bluesmusiker das gar nicht so offen, als man über seine Gefühle sprechen kann. Aber ihr macht das auf eine sehr zärtliche und ehrliche, aufrichtige Weise. Also das find ich echt toll, dass man das begeistert. Ja, danke. Ich finde, man muss auch sich selber sein und nicht probieren zu spielen, wo man gar nicht ist. Und ja, ich bin das Beste daraus machen und sich selber sein. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt ja, zu haben. Ja, ich wünsche euch alles Gute jetzt für die kommenden Konzerte und natürlich auch weiterhin mit CDs und so. Und einen schönen Tag wünsche ich dir noch und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich danke auch. Merci.